Und damit herzlich willkommen zu meinem Stream in God of War Ragnarok, dem reingeschaut. Es geht in einer Minute los. Ich bin sehr gehypt. Finde es schön, dass ihr zuschaut und mich begleiten wollt auf dieser schönen Reise von Kratos, was wahrscheinlich seine letzte ist. Aber wir werden sehen. Und in 35 Sekunden geht's los. Ja, was soll man sagen? Viele können es ja schon spielen, viele Streams auch schon. Finde ich ein bisschen gemein, aber naja, was willst du machen? Österreich und so, die Läden, sogar Saturn hat das Spiel früher rausgegeben. Aber naja. Hauptsache ich kann es ausspielen, wa? Gleich geht's los. Haben wir noch 10 Sekunden, ich gucke jetzt mal, ob hier alles läuft. Mich müsste man hören, ja. Spielton müsste auch gleich kommen. Aufnahme läuft, alles klar, dann bereit zu spielen. Legen wir los mit God of War Ragnarok für die PS5. Ja. So, let's go. Nur Bildschirmkalibrung, allgemeine. Ja, schnell Start. Ja, in dem Leistung bevorzugt, ja. Nee. Ah, das war so. Okay. Fortfahren. Mal hier auch nochmal gucken. Deutsch, Deutsch. Okay, und wie geht's weiter? Hallo? Wir haben weiterkommen. Jetzt, Dankeschön. Kommen wir zum Intro. Santa Monica Studio. Die haben sich echt einen Namen gemacht, weil das nachts mit dem ersten God of War. Ja, 4 Jahre ist es her, seitdem der erste rauskam. Was habe ich jetzt für Sprache hier eingestellt, aus Versehen? Moment. Oh Gott, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Niederlande. Nee. Gott, wie viele Sprachen hat denn das Spiel? Okay. Sorry, das war wohl mein Fehler. Genau. Wollen wir uns mal die God of War Zusammenfassung angucken? Gucken wir uns die God of War Zusammenfassung nochmal an. Das Spiel ist 4 Jahre alt, also, falls wer es nicht kennt, jetzt gut aufpassen. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Warnen, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein!
süßer Sohn. Und Mutter, da. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal. Ja, das war die Zusammenfassung von Teil 1. Und nun schauen wir uns an, wie es in Teil 2 weitergeht. Zumindest den Anfang für euch. Also ich werde 6 Stunden streamen. Das heißt, ich werde das Video in 2 Teile teilen. Das ist jetzt Part 1. Und Part 2 kommt dann für euch als auf Twitch natürlich jetzt am Zusammenhang. Aber auf YouTube wird es dann in 2 verschiedenen Tagen kommen. Ja, ich bin natürlich auch auf YouTube hochgeladen. Und ohne große Schnacken legen wir jetzt los mit God of War Ragnarok. Let's go. Wir machen Ausgeglichenes. Let's go. Ich bin gespannt. Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Soll ich? Bereit. Da sind wir auch schon im Spiel. Fimbulwinter überleben begonnen. Also steuern tue ich jetzt hier nicht, ich kann nur die Kamera bewegen. Oh, ich kann doch steuern.
Hoffentlich konnte Fenrir schlafen. Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter isst, ich gebe ihn nicht auf. Das sind auf jeden Fall ein paar Jahre vergangen. Hörst du's? Ja. Ist sie das? Atreus ist ja älter. Sie ist es. Oh. Das Symbol ist nicht weit. Schon wieder. Sei bereit. Ja, sie will immer noch Rache für ihren Sohn. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Oh, okay. Da ist sie! Vater! Lass ihn los! Hab dich! Ha! Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's ja! Ein cooler Einstieg. Da oben! Was hat sie? Die Bäume! Sie stürzen um! Damit kannst du keinen Gott aufhalten. Mahasha. Kommt wieder her! Atreus! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich verliere den Halt! Warte! Ich hab dich! Huh. Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Oh nein! Eine epische Mucke mit dabei. Aua. Oh. Schwing mich nicht dazu! Sehr sauer. Schneller! Ich seh nichts. Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki, Swagner, los. Hat gerade so überlebt, ne? Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Aber ja, aber am Ende von Teil 1 gab es ja den Cliffhanger mit Odin. Deswegen hätte ich gedacht, dass es damit anfangen würde, aber die Szene kommt wahrscheinlich erst noch. Wo ich mir nicht sicher bin, dass Atreus da schon so alt ist wie jetzt hier. Hm. Wer weiß. Ich mach schon. Ich nehme den Hör. Hey, Atreus ist schon erwachsen geworden. So langsam. Wer ist der jetzt?
Müssen mich, glaube ich, mal heilen. Ich bin noch angeschlagen, oder? Oh, dann gehen wir mal zur Hütte, glaube ich. Oh, gibt's noch was zum Decken? Das ist ja cool. Was wiesen sie? Specky und... Ich hab den Namen vergessen. Hier? Nix. Also grafisch sieht schon echt geil aus. Aber wenn man sagen muss, dass die der erste Teil grafisch gesehen auch mega Bombe war. Und wie gesagt, das hier ist die PS5-Version, gibt es ja auch für PS4 noch. Ich höre ihn nicht. Und das soll jetzt auch ziemlich geil aussehen. Fenrir, alles in Ordnung? Ich glaube nicht woanders denn. Ich. Schon gut. Alles gut. Ich weiß. Hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Du bist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Was ist mit ihm passiert? Sopna. Oh, Frau. Besu. Sopna. Ethan. Sopna. 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 Ja, nicht friert. Nein. Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer. Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein, rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen,
Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Immer noch ein sehr storygetriebenes Spiel, ne? Aber ich habe vielleicht schon aufgefallen, dass ich so viel reinrede, weil man das genießen muss, das Spiel. Ach ja. Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Ja, ich empfehle auch jedem, bevor Ragnarok spielt, definitiv den ersten Teil zu spielen. Ist im PlayStation Essential, glaube ich, sogar kostenlos. In der PlayStation Plus Kollektion müsste es mit drin sein. Ey, für ein Traum. Kratos? Kommst du mit mir? Wo sieht mir jetzt mal die Mutter? Oh. Bist du bereit? Du gehst als Sesse Ymir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Und zum ersten Mal die Frau. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Shh. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Die ist größer als Kratos.
Wäre auch eine Riesin, ne? Soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Ah. Gut, noch mal so ein kleines Tutorial. Fey. 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 Fey! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Huh. Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. So, der Pfad. Filmbullwinter überleben. Atreus verfolgen. Wie mir ein Kodex, ist klar. So, schauen wir uns mal hier um. Angebot freigeschaltet. Der Pfad. Die EP für Kratos und Atreus da. Fallen. Hier haben wir Karte. Die jetzt noch nicht viel Preis gibt. Fähigkeiten. Okay. Wieder einiges. Rüstung. Wo ist mein ganzes Zeug eigentlich? Das ist auch nicht so ein Ding, gell? Wenn man in eine Fortsetzung kommt, musst du mit deiner Rüstung immer wieder von vorne anfangen. Kann man sich einfach behalten, was man im ersten Teil schon gemacht hat. Gut. Schauen wir uns mal noch hier ein bisschen um. Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Ah. War hier lang? Es wurde nicht geöffnet. Hier okay. Sind auch keine Spuren. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Verschlossen. Ja. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Er kroch hier durch. Das ist ein schwerer Angriff. Boah. Ja, zwei Taste musst du aber stark drücken. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Opera. Ich habe das Bild Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloß Erinnerung. Wir haben vielleicht gleich kämpfen müssen. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Aufnehmen! Und wir sind nicht allein. War klar. Ja, eins für einen leichten Angriff. Oh, was ist so ausweichen? Ah, X. Vorsicht, links! Mal parieren noch geht. Das noch hinkrieg. War zu spät.
Na komm, schlag zu. Oh, zu früh. Das war probiert. Einwandfrei. Au. Was sind das überhaupt für Typen? Dem Schutzsymbol sehen. Da vorne Räuber. Ist ein Baum, ja? Da gibt's noch irgendwas? Und da kam ich, oder? Ja. Gut. Dann hier links. Da ist dann wieder Point of No Return, wa? Aber hier ist ja eh nichts. Ah, die Teilung. Und? Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Der Bär. Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Na klar. Er gibt doch beides denselben Weg hier, oder? Ja. Trotzdem nochmal in jede Ecke. Weil man gibt bestimmt auch wieder das Hacksilber, was ja die Währung ist im Spiel. Kann man das kaputt machen? Ja. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller... Sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Dann müssen wir lang. Ich gehe erstmal einen anderen Weg. Hier geht's nicht weiter. Okay. Das ist sehr viel Blut, Bruder. Wir müssen ihn finden. Okay. Wie gesagt, Hacksilber gibt es natürlich auch wieder. Hätte mich ja gewundert, wenn nicht. Lohnt sich auch abseits zu gucken. Was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Wir haben Gesellschaft. Halten Sie drei gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen und damit den nächsten Nahkampf oder Distanzangriff zu verstärken. Okay. Das ist auch neu. So früh. Nochmal. Perfekt.
Ah, das Kämpfen ist echt geil. So. Ich komme jetzt aus einer Höhle. Lass mal umgucken. Kommt da noch einer? Heck. Schauen wir mal hier hinten. Wollen noch mehr auf die Kusch haben. Noch ein Räuber! Von links! Lappen. Wo ist jetzt die Spur? Der Höhle kam ich. Okay. Heilung brauche ich nicht. Ich bin eigentlich voll. Ja, die Spur. Die ist. Ja. Wir müssen drumherum und dort die Spur wieder aufnehmen. Echt? Echt. Okay. Wenn das? Räuber! Von links! Beeindruckend! Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Oh, weil es so ist. Er ist viel kampferfahrener jetzt im Vergleich zum ersten Teil. Schmiede des Eisen, Herstellungskomponente. Um Rüstung zu verbessern, wa? Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na. Wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Kann man überhaupt ducken? Nee. Also schleichenmäßig geht's anscheinend nicht. Oder du machst das. In der Leiserei. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Tod von oben. Ritten Sie von einem Vorsprung und drücken Sie in der Luft R1 für einen Tod von oben Angriff. Okay. Hinter dir! Aus dem Winkel angreifen, ja. Den hat es zerteilt. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt was drin sein kann. Ah, zu früh. Tschüss. Die Spur führt hier durch, tiefer hinein. Es kommen mehr. Ob es hier schon Rätsel gibt? Ich hätte mit dir, es gibt da wieder, oder mit euch, es gibt da wieder Raben, die man wieder finden muss. Ein Odin, aber bin ich bestimmt schon vorbeigelaufen an einigen. Würde mich zumindest nicht wundern.
Aber drinnen scheint nichts zu sein in diesen Kisten. Da ist jemand dem Bären begegnet. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Feuer von oben! Auf damit. Oh. Aber schön. Oh, es gibt wohl doch Hacksilber. In solchen Gefäßen. Also doch zerstören. Ah, Tatsache. Hab ich so richtig gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass du Hacksilber kriegst. Ah, Heilung, ich bin voll. Aber scheinbar kriegst du nur aus den Porzellangefäßen, ne? Ah. Das Eisen ist immer gut. Wann treffen wir die zwei Zwerge, die jetzt eigentlich hier zusammenarbeiten müssten? Was sagst du? Aua. Ach, ich hab das Timing noch nicht so ganz raus. Feuer von links! Der war fähig. Ey, hallo, Dieter. Bin natürlich angeschlagen. Gleich. Atreus, bist du hier? Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Oh ja. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Atreus, wo bist du? Oh, hallo. Wir haben den Bären gefunden, oder er uns. Da kommt er! Boah. Der war fresh. Wenn man Kreis drücken zum Ausweichen. Oh, das ist nicht abwehrbar. Wer hätte es gedacht? Das hat Schaden gemacht. Kann man parieren, hä? Ja. Aber muss ich mehrmals machen, okay. Ah.
bevor er wieder aufstampft. Quatsch. Vierfach Block. Also pariert. Ja, schnell. Auf ihn, er ist angeschlagen. Und das war's. What? Atreus! 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 Was? Konzentrier dich. Überraschend. ETF? Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Fenrir. Keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Muss Gott, wer das kann? Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Ja. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Aber Glück für ihn. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! General. Hast du Gott? Nein. Nimm dich zusammen. Bärige Begegnung. Trophäe. Kämpfen Sie gegen den Bären. Ein kleiner Teil gesundheit regeneriert sich nach einem Kampf automatisch, wenn Kratos schwer verletzt ist. Aber also sehr klar und gering. Ah. Okay. Mit Atreus nach Hause gehen. Eigentlich lag hier noch Heilung auf dem Boden, aber die ist jetzt anscheinend weg. Also meine Axt von Teil 1 hätte den Einschlag nur gebraucht. Hier entlang. Und? Reden wir.
wir darüber, dass der Junge zum Bären geworden ist? Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Du gibst mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Ach, Räuber. Drücken Sie fähig, um einen Begleiter angreifen zu lassen. Pfeile bewirken zusätzliche Betäubung und laden sich mit der Zeit wieder auf. Die Anzahl der Pfeile steht unten rechts in der Ecke. Auf dein Zeichen, Vater. Jetzt! Nächster! Räuber! Links! Okay. Hey, ich hab's verloren. Oh, brauchen wir mal eine Axt? Alles klar, sind da Dreos auch Erfahrungspunkte. Also Junge, gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hm. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Atreus scheint doch sehr wichtig zu werden. Mit seinen Fähigkeiten. Hey, scheinbar ist wirklich nur im Keramik was drin. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Teil auch schon so war. Aber naja. Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. Wir sind wieder hier. Wir waren mal schon mal. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Ah. Der da. Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Fast zu Hause. Ah. Auf damit. Hinter dir! Vorsicht! Hey. Achtung! Hinter dir! Ja, komm ich hin?
Seite, Bruder! War mit einem falsch. Achtung, Feuer! Rechte Seite! Er lebt da noch. Weg mit dir. Wow. Ganz schön viele. So ging es schon die ganze Nacht. Sind wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. So. Manchmal wünschte ich, Tyrs Tempel wäre heil. Dann könnten wir weg aus Midgard. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten, Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Hättest du mal nicht fragen sollen. Aber wir sind wieder zu Hause. Hey Svatna, du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Brav, tapferes Mädchen. Jawohl. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Specki. Alles gut? Das ist nur Donner. Braves Mädchen. Ganz brav. Atreus! Ich sehe nur nach. Ins Bett! Jawohl. Was willst du nachsehen? Gibt's doch nichts mehr. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bei Donner und Blitze, das hört sich ganz stark nach Thor an. Sehen wir jetzt etwa die Cliffhanger-Szene von Teil 1? Wer weiß. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Oh, die Kraus klingt. Ja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Okay, meinst du die Haie, hä? Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Was war das? Dein Bogen! Odin. Boah. Cliffhanger-Szene von Teil 1. Wer bist du? Boah. Kann ich reinkommen? Ich habe Met. Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Sehr groß. Ganz anders aus als der Marvel. Ja, wobei. Nicht ganz.
Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Ja. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Wer? Odin. Zora. Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Okay. Bedauerlich, hä? Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Bringt ihm das mit weg. Vielleicht Frieden? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du? Nein. Mach es kurz. Ja.
Euro doch zahlt. Darauf hab ich gewartet. Du brichst nicht von ihm. Aktion namens Blutgeld. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Was? Gegen Vorkämpfen. Das war für Balder. Und jetzt zeigt mir diesen Göttermörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Ohne die Axt kannst du nicht kämpfen, Feigling! Hey, Bob, ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Egal. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Was ist das? Also geht doch. Du kennst meine Vergangenheit. Diese Geist Spartas Geschichte. Ja. Dann weißt du auch, wozu ich fähig bin. Zeig's mir. Aua. Jetzt haben wir unseren Kampf. Aber fresh. Kann nichts mehr machen. Nein. Kann ich nicht ausweichen, gar nichts. Aber schnell. Ja, da haben wir es hart. Das ist für Martin. Tut mir leid wegen der Statue, Tier, du alter Moralprediger. Oh, warte, geht's. Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht. Ich wieder voll Energie, ey. Ich hab was gesehen gerade. Deine Söhne kämpfen uns an. Als ob. Was Glück? Sind meine Söhne tot, weil du verdammtes Glück hattest? Bezweifle ich. Okay. Vater werden und deine Besten. So läuft das nicht. Du bist kein Zerstörer wie ich. Oh nein! Ich sage, verloren? Wann wir fertig sind. Ich dachte schon. Ich gehe erst, wenn ich dein echtes Ich sehe. Steh auf! Das war zum Spiel so gewollt. Eieiei.
reicht doch aus. Ey, ich wollte die Heilung haben. Die kriegt. Das ist Remordi! Er war dir egal. Selbst dem Tod. Was sagst du da? Modi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh, ein echter Vorzeigevater. Das kommt mir bekannt vor. Was? Ach, egal. Dein väterlicher Rang geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Was war vor dir? Als ob er mich erwischt hat. Das war's. Endlich hast du mir mal was gezeigt. Du hast das bekommen. Ich beende es. Aber sie helfen dir wohl nicht. Ja, stimmt, die Chaosklingen fehlen noch. Ich verstehe, warum meine Söhne dir unterlagen. Selbst diese schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Altvater, hat Pläne mit dir. Da ist er. Da ist der Gott des Krieges. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Feigling, hättest du jetzt beenden können. Also wir hätten es beendet. Kratos, wir sind Sindri und Brock. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt! Odin ist bei Atreus. Oh nein. Gut schuld. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit. Was ist hier jetzt eigentlich entstanden? Sieht cool aus. Ich muss nach Atreus sehen. Schön, dass du neue Freunde gefunden hast. Ist dieser Mjolnir nicht imposant? Du weißt, dass wir den Hammer geschmiedet haben, oder? Das hast du erwähnt. Das weiß ich. Ich wusste nur nicht, ob du zugehört hattest. Aber schön zu sehen, dass die Axt standgehalten hat. Darum ging es ja schließlich. Ja, es wird gehalten. Alles bereit. So kommst du nach Hause. Ich bin die beiden mal wieder zu sehen. Aber Schmiede kann ich anscheinend noch nicht benutzen. Ist zwecklos, mit dem Bifrost durch die Welten reisen zu wollen. Odin hat sie alle verschlossen. Vorerst. Noch nicht bemerkt. Okay, dann gehen wir mal zurück.
Sache noch, Kleiner. Da Asen, die die Tür einrennen, nehme ich an, dein Schutzsymbol ist hinüber. Wenn du Odin verscheucht hast, brauchst du doch sicher ein neues Dach über dem Kopf. Und ich spreche nicht von diesem Plappermaul. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ach ja? Und was hält die Alfratze davon ab, dich auszuspionieren? Oder dein Haus klein zu hacken, während du darin schläfst? Nichts. Gar nichts. Hol du deinen Jungen und ich red mal mit jemandem, der euch im Notfall vielleicht bei sich Unterschlupf gewährt. Okay. Geh zurück, kann man nicht. Aber ich will erstmal hier gucken. Hier haben wir damals gegen Baldur gekämpft. Aber hier gibt's leider nichts. Vielleicht sind die Raben auch jetzt erst da, weil jetzt Odin aufgetaucht ist. Zum ersten Mal übrigens. Genau wie Thor. Haben wir beide zum ersten Mal gesehen. Chaos klingen. Bruder! Ich wollte schon nach dir suchen. Bist du verletzt? Und du? Was hat er gewollt? Das Dach bezahlen und... Er lädt mich nach Asgard ein. Wirklich? Ich konnte nichts hören, als du rausgingst. Ich habe abgelehnt. Offensichtlich. Gott, bin ich auch sehr gespannt. Müsste man jetzt auch zum ersten Mal sehen. Gut. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein. Vertrau mir, du willst sicher... Vertrauen? Du hast mein Vertrauen enttäuscht. Lass es mich zurückgewinnen. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem sind wir Odin noch nicht los. Oder Thor. Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Sag's mir. Hol deine Sachen. Gute Entscheidung. Rüstung und Ausrüstung verbessern Werte wie Abwehr, damit Gradus Überlebenschancen steigen und Stärke, damit Gradus mehr Schaden verursachen kann. Rüsten Sie sich vor dem Losziehen aus. Rüstung. Okay. Versteckte Hüllenkürzers. Entweder Abwehr oder Stärke. Dann bin ich für Stärke. Ja, das wäre das jetzt nun erhöht und es wird Zeit, die Leviathan-Axt anzupassen. Armrüstung habe ich nicht. Waffen. Leviathan-Axt. Finden Sie den Platz für den Axtzusatz. Stärke. Jo. In der Wertehilfe-Einblendung, ja, alles klar. Ausklingen. Aber bis jetzt nur das. Vaters Rage. Zorn. Gibt 3 Stufen.
Okay. Oben links sieht man auch unsere Werte: Stärke, Abwehr, Ruhen, Kraft, Vitalität, Abklingzeit und Glück. LP 96 von 100. Okay. Haben sie ein bisschen geändert, also vom Aufbau her. Bist du bereit? Geh. Das Glück ist die Münze. Ah, okay. Behalte dein Kleingeld, du Dreckskerl! Atreus in den Wald folgen. Odin. Ende. Odin. Drücken Sie nach links, um die Chaosringe auszurüsten. Na geil. Bei Teil 1 hat es ewig gedauert, bis man die bekommen hat. Wo gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Das werden wir irgendwann auch noch erfahren. Was ist hier passiert? Okay. Zu Hause. Was neu? Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Um was geht's? Hier sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Was siehst du? Nur Tierspuren. Okay. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Hey, zieh das mit deinen Klingen runter. Hab ich. Bitte. Wow, der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund wow, ist. Eine Warnung wäre nett. Bei dem brauchst du Feuer. Boah, stark. Dinge. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Dinge sind echt stark. Warte mal, ich will gucken, ob hier was gibt. Siehst du etwas da unten? Ja. Geld wahrscheinlich. Mit einem hohen Vorsprung herablassen, den hab ich da eben gemacht. Alles cool gemacht. Halt. Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immerzu auf der Hut. Das kennen wir doch auch noch vom ersten Teil, ja. Den Tempel kennen wir. Ach, sehr gut. Das ist der Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Lass mal hier lang. Da, wo die Gefahr war. Was es auch ist, es ist schnell.
Oh, hier ist die Brücke, okay. Ist abgehauen. Hier, Geld. Wo sehe ich mein Geld eigentlich? Ah, oben rechts. 1314. Atreus hat gerade mal 40 EP bekommen bis jetzt. Nicht viel. Die machen einen Schaden, die Dinger. Bin ein bisschen OP, finde ich. Ich meine, waren es im ersten Teil auch, als man es dann irgendwann bekommen hatte. Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Aber ein cooler Kampf gegen Thor. Wird auch nicht der letzte gewesen sein. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Überall lang geht. Oh. Immer schon abseits des Hauptweges gucken. War rein? Jo. Vorsicht! Deine Kombo hat ihn komplett weg, ey. Oh, was? Von rechts! Da steht nicht nochmal auf. Fähigkeitsbaum bereit. Mit Gradus erwerben Sie Fähigkeiten. Drücken Sie Touchpad, um den Fähigkeitenbaum zu öffnen. Schalten Sie Fähigkeiten mit DP frei, um Zugang zu neuen Aktionen und Fähigkeiten zu erhalten. Kratos und Atreus sammeln im Kampf getrennt voneinander EP und besitzen eigene einzigartige Fähigkeiten. Aha. Hm. Mag die Chaos klingen. Ups. Bei dem Nanoluxig arbeiten. Ist natürlich die Frage, was ist sinnvoller, die Axt oder die Chaosklingen? Ach, es gibt auch brennende Gegner jetzt. Ach so. Ja, gegen Eis brauchst du die Chaosklingen, gegen Feuer die Axt. Guck mal, das kostet 250, wir nehmen mal das. Rostabschlagen Trophäe. Dann nehmen wir hier noch das. Haben wir hier Fernkampf. Auch nicht schlecht. Ist gut. So, das war's jetzt erstmal. Hat der Atreus? Er hat aber wenig besetzt. Aber den kann ich eh noch nichts machen. Okay. Also wie gesagt, gegen die Eisriener die Chaosklinge und gegen Feuer. Dann wohl die Axt. Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Okay.
Das ist ja witzig. Kann man machen. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Fans, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Das dachte ich mir schon. Das hätte man das nicht nach rechts und nach links machen können. Halten Sie L2 gedrückt. Ach so. Jetzt können wir rutschen. So, habe ich hier alles? So. Was meinst du? Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will. Aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Wer hätte es gedacht? Drücken Sie wiederholt schnell Dreieck, um die Chaosgänge mit Feuer zu laden. Anschließend können Sie mit R1 oder R2 einen Feuerangriff ausführen. Zu spät. Benutze deine Klinge. Verbrenn ihn. Noch ein Räuber von links. Achtung, hinter dir. Nächster! Boah. Er hat mich beeindruckt. Hey. Könntest du es aber wissen hier. Achtung, Feuer von oben! Echt? Okay. Oben. Ja, zu kurz. Kommen die Chaosklinge nicht ganz hin. Heilung. Gut. Ist noch irgendwas? Nee. Dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen. Wie aufs Stichwort. Mister! Mein Rage ist auch voll. Brauche ich jetzt im Moment nicht. Was steht hier? Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Ja.
Okay. War nicht so brutal. So, hier hoch. Wir klettern. Gut. Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Und das nächste Bild des Grauens. So, bevor es weitergeht, mache ich mal kurz eine kleine Pipi-Pause. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Thank you.
So, weiter geht's. Ich bin wieder da. War eine etwas längere Kürze. So. Gott, ist zu früh am Morgen. Wir haben so gerade mal 1.41 Uhr. Kurze Pause. Bin wieder da. Und jetzt können wir weitermachen mit God of War Ragnarok. Links von dir! Nicht gemerkt. Klingen sind richtig geil. Klingen machen echt Spaß. Irgendwie ist es ganz schön dunkel in meinem Zimmer, oder? Irgendwie war der weg. So. Oh. So, von da kam er. Da ist nichts mehr. Alle. Ist hier was? Nein. Dann da. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Oh nein! Boah. Oder. Was du denn? Die Jägerin. Ein Pirscher! Verlangter Hut! Wir haben auch unseren Jäger gefunden! Gib das mal aufs Maul! Dein Schild ist kaputt, Bruder. Bleib einfach in Bewegung, ja? Das ist mein Schild kaputt. Vielleicht eine Schwachstelle. Das sind meine Hörner kaputt. Meine Hörner, mein Schild. Das ist gemein. Macht Schaden, Junge. Hey, hey. Warten ab. Also jetzt reicht es, verdammt. Fimbul, Winter, Freya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Buntleder. Runengriffe. Runengriffe, Juwelen gewähren gerade Zugang zu leichten oder schweren Runenangriffen. Wir werden an seine Waffe angebunden. Jede Waffe kann Juwelen für leichte und schwere Runengriffe aufnehmen. Wenn ein Runengriff ausgerüstet ist, sammelt er langsam Runenergie, die in einem mächtigen Angriff freigesetzt werden kann. Okay. Bis des Winters. Aber nur eine. Gutes Wächterschild. Wirklich kaputt. Das wurde Axt, halten Sie L1 und drücken Sie R1. Okay. Und hat Abklingzeit, ja, wie bei Teil 1. Na gut. Aber man muss jetzt lang geht. Da lang. Wir wollten ja hoch, genau. Vater! Der Schild, den Lothari gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht später. Komm, hier können wir rein. Ach, sei links. Wissenschaftsrolle. Der aschfahle Gott. Okay.
Also mein Fazit bis jetzt, das Spiel ist mega geil. Das kann ich schon mal sagen. Aber wie gesagt, man sollte den ersten Teil gespielt haben, bevor man den spielt. Bist du vorrutschen, ja. Gemütlich machen hier. Dieser frühen Stunde. Ja. Da lang. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Käferjagd. Warum kann ich hier runter, wenn hier nicht mehr was ist? Gleich. Ja, hier ist nix. Ah. Hier ist doch was. Na ja, doch. Zerbrochene Rune? Zerbrochen? Kann man jetzt auch Runen reparieren? Energie ist gut. Muss aber mal nach oben gucken, wenn diese Eimer oben hängen, die haben immer irgendwas. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Hey, Baum ist im Weg. Ach so. Das sollte helfen. Halt. Na also, los! Nee, warte. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwind hat zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Ja, mit dem Geld. Alles meins. Ach ja, die Tafel. Schau zu. Oh, das ist neu. Ja. Komm mit. Atreus, warte. Ich glaube nicht, dass er wartet. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreine erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skjöll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Skjöll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne.
Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Ach, cool gemacht. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Ah. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Ach Kratos, halt nicht immer so miescremig. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollen, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Das ist richtig. Ja, wir sind ja auch Zwerge. Ja, fischt. Jetzt war keine Rätselkiste da gewesen. Oh, Leder. Der Boden sieht hier rissig aus. Ja. Da ist eine Abkürzung. Hey, ich will da rüber. Komme ich von hier anscheinend nicht. Welch? Wo ist er jetzt hin? Oh, hier. Quacksilber. Ah, warte. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein.
Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Räuber, links! War klar. Aua. Willst du mal auf die Frau gehen? Rechts von dir! Aua. Der hat Schaden gemacht. Hinter dir! Das war Riese. Boah, ich wollte gerade ausweichen. War ja gar nicht brutal. Dafür müssen wir hier lang, kann das sein? Komm, ich will wieder hoch. Weil den Boden kann man kaputt machen. Hab man im Trailer gesehen. Was ist da wohl drunter? Wird zur Kiste gehen. Wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Ah, dachte ich mir. Zerstören wieder Dinge für Spaß und Profit. Ja. Was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Ah. Geht's weiter. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Genau. Wenn wir einen Weg finden, um nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Aber wann kommen die nächsten Gegner? Irgendwas. Sieht nicht so aus. Kratos! Hier drüben! Sindri! So wahr ich hier stehe! Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet... Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Ich wollte nur mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Boah, sieht nicht so aus. Bruder, wir wissen beide, hier ist es nicht sicher. Ich sage es nicht gern, aber reden wir mit Sindri. Nach euch, meine Freunde.
Na klar. Fimbulwinter überleben abgeschlossen. Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Wir müssen nach Fähigkeiten gucken. Ups. Oh, mal Nahkampf. Hä? Kann ich das nicht freischalten? Ich kann gerade gar nichts freischalten. Muss ja Viereck drücken, ich Stulli. Auftrag. 30 Mal verwenden. Ausweichen. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Okay. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Sieht cool aus. Kommt rein, kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko, alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da... Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas... ganz bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Hm. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Laden der Huldu-Brüder. Stellen Sie Rüstung, Waffenzusätze und Gegenstände mit gesammelten Ressourcen her und verbessern Sie sie. Die verschiedenen Dienstleistungen des Ladens können Sie über die untere Navigationsleiste aufrufen. Brook hat genug Material, um ein neues Schild zu schmieden. Drücke. Alles klar. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Also ein Schild für Parade mit hoher Risiko und hoher Belohnung.
Ein Schütze Option von Angriffen und Zurückschlagen. Ich bin eigentlich eher für Paraden. Ein für einen Krieger angefertigtes Schild, der auf die Absicht des Gegners abgestimmt ist. Nichts für schwache Nerv. Da können sie sich nicht erstellen, ja. Okay. Nächste Stufe fehlt mir noch bei Schlackenablagerung. Rüstung. Wo kann maßgeschneiderte Rüstung für Atreus herstellen? Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Verbessert das? Gar nichts. Brüder gewöhnt. Ah, wir können auch was für Gratis noch machen. Okay. Stärke, Abwehr oder nur Stärke? Ah, da bin ich für Stärke. Oh, das kann ich sogar verbessern. Wickel oder... Nee, das hier. Sogar die nächste Stufe machen. Aber ich werde erstmal bei Hüftrüstung gucken. Noch mehr Stärke. Oder Abwehr. Machen wir mal ein bisschen ausgeglichen. Jetzt geschmiedetes Eisen noch mal oder die Armrüstung. Armrüstung. Auf Hochglanztrophäe. Okay. Jetzt habe ich keine Materialien mehr. Aber bei den Waffen kann ich noch was machen. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Ja, für die Chaosgänger brauche ich Chaosflamme. Rohleder. Okay. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Was habe ich denn vergessen? Ich wusste, wir haben etwas vergessen. Was habe ich jetzt bekommen? Das ist toll, Sindri. Hast du alles selbst gebaut? Rustschild. Das hier oben. Ah, macht aber Glück hoch. Aber minus 4 Stärke ist nicht cool. Okay. R1. Den Bogen gibt es ja auch noch. Ich muss auch noch verbessern. Reden wir nochmal mit ihm. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Gut. Rüstung haben wir gemacht. Oh, eine nette Bude. Ha! Ich wusste doch, dass du Hunger hast. Ja, nicht wirklich. Das scheint mein Zimmer zu sein. Hey, sieh mal. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Wo haben wir das Essen her? Ja, dann machen wir weiter. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Moment, ja. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Durlin sprechen. Wer ist Durlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt.
Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenführer, der meine Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürrlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürrlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürrlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim, pah, dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürrlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Kommt jetzt mal in eine neue Welt, die wir im ersten Teil nicht bereisen konnten. Okay. Hier kann ich aber leider nichts machen. Nö. Na dann. Geh mal raus. Hört ihr das? Sind das irgendwelche Drachen? Sie sind so weit weg. Ich kann die Größe nicht schätzen. Was machst du denn? Die sind keine Bedrohung. Und bist du nicht viel zu weit weg? Wollt's mal testen? Oh, sind zu weit weg. Na denn, let's go. Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifröst-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri! Du elender Mistkerl! Öffne sie jetzt! Ah. Ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen. Immer noch unangenehm. Unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme. Bei Breischwilgers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn, Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Das sind Typen. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Gut.
Richte deinen Schlüssel auf die Rune fürs Vartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Ja, aber Midgard. Um in diese Welt zu gelangen, brauchst du einen Samen für sie. Aha. Also Asgard, Alfheim, Vanaheim, Niflheim, Elheim, Muspelheim, Jötunheim und Svartalfheim. Und dafür braucht man anscheinend irgendwelche Samen. Was ist in der Mitte? Midgard. Ich weiß, dahin gehst du so schnell nicht zurück. Na dann, Svartalfheim. Oh, mal schon eine Karte. Ist jetzt nicht sonderlich groß, ne? Ich weiß zum Beispiel Niflheim. Mars Niflheim ist, glaube ich, nur eine Arena, wo man seine Fertigkeiten nochmal üben kann, glaube ich. Also ab nach Svartalfheim. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist er in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Mach's gut. Ich suche nach Tür. Wow, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Sieht cool aus. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Warte, ich werde mal gucken hier. Kommst hier an und machst das mal alles kaputt. Okay. Das sieht mal sehr warm aus. Vorsicht, Junge! Hey! Die nimmt die Viecher. Okay. Wo sind die so schnell? Okay. Die sind ja witzig. Ja, so nicht. Geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Ja. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Ah, hier. Wie im ersten Teil. Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt... Weib. Hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Aber genau so hätte ich es mir auch vorgestellt, wie es Atreus gesagt hat. Drüben gucken. Immer schön alles abklappern. Eine Kiste.
Habt ihr das dort gesehen? Nee. Haben wir noch Ressourcen? Das Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier. Jetzt, wo du es sagst. Aber klar. Oh, hier haben wir das erste Rätsel. Die Runen finden. Schrunenmagie. Da haben wir eins. Da ist zwei. Und wo ist die dritte? Okay. Ah. Wo ist die dritte? Dürfte eigentlich nicht so weit weg sein. Moment. Hier liegt sieht erstmal aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Redmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Hier oben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Komm ich so weit? Ja. Also man muss nur kaputt machen. Muss ich auf Zeit machen bei denen. Okay. Aber einfach. Für die Lebensenergie. Ah, der Edun-Apfel. Aber gleich ein kompletter. Da müssen wir mal drei Teile davon finden. Ist das stabil genug zum Klettern? Ja. Gute alte Zwergenhandwerkskunst. Oh. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Ja, kein Stress. Immer gibt's Gegner. Linke Seite, Bruder! Alter. Seite. Was ist das? Forschloser Schild. Den bei seinem letzten Moment, um einen Eingriff zu parieren und betäuben. Ja, ja. Wissen wir doch. Probieren parieren, ne? Nächster! Oh, blöd. Bitte! Halt an! Gar nicht brutal. Vorsicht, Krieg! Lange mein Gestecker so ist, ey. Kreisangriff.
Den weiche ich lieber aus. Nett. Hier muss ich. Ach ja, geht's hoch zu der Kiste. Hey, geschmiedetes Eisen. Das ist immer gut. Gar nicht wissen, was ich schon alles vorbeigelaufen bin. Waren ja an den scheiß Raben. Gibt's hundertprozentig hier wieder überall verteilt. Achtung! Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Hm, sowas kommt in Svart Alfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Kommst du von hier an das Rad heran? Na klar. Perfekt. Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ah. Was ist hier, yo? Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svart Alfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon, aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire, beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extremer. Irgendwo anlegen? Nee. Was kischt? Passen wir unter der Brücke durch? Oh ja. Oh, da ist Dings. Gehen wir auch noch aus dem ersten Teil. Frostflamme. Danke aus dem Tau der Weltenbaum. Verwirkt dauerhaft Vorteil. Okay. Muss ich aber glaube ich schon da, oder? Kann ich das hier schon einsetzen? Rüstung. War eine neue Rüstung? Aber wertemäßig ist nur optisch. Was denn das? Mehr ist hier nicht. Oder warte mal, da drüben ist ein kleiner Strand. Gehen wir erstmal hier hin. Hey. Hält aber aus. Bossen. Du bist tot.
Immer her mit dem Hacksilber. Vater, da oben. Och. Wenn er das jetzt nicht gesagt, ich hätte das nicht gesehen. Gut gemacht. Noch eine Kiste. Hey. Oh, das war's hier. Brauchen eine Rune. Okay. Was Gutes gefunden? Ja. Oh ja, klar. Rechte Seite. Weg mit dir. Mehr du. Nicht da. Easy. Kommen wir denn hier? Sind die Geysire verschlossen? Hey. Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Geht doch erstmal hier lang. Oh, nicht Kreis zum Ausweichen. Hinter dir! Vorsicht! Die Dinger sind überall. Und dann nicht gleich wieder runter. Okay, ist in eine andere Richtung. Okay. Noch eins höher. Und jetzt? Ah, ich verstehe. Ja, müssen wir von oben machen, wa? Dammit. Ey, da warst du jetzt. Dachte ich mir. Mehr Druck. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Wieder auf die falsche Seite runtergelaufen. Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Glock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit und ihm zu trotzen ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus. Deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Da spricht das Erfahrung. Axt kann ich nicht zurückrufen. Irgendwo fragen? Nee.
Da ist eine goldene Kiste. Warten die Karte. Oh, haben wir schon gut geschafft. Was ist denn das? Aber mal angedockt sind. Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen halten. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Jetzt mal zwar weiter erkunden können. Okay. Geschafft. Mal sehen, was er hat. Okay. Ja, hier ist sogar ein Schatzgoblin oder was? Da hinten war doch noch viel mehr zum Rumlaufen. Hier, wie komme ich denn da hin? Vater, da oben. Gehen das hier lang. Ich darf nicht nehmen, solange ich im Kampf bin. Weiß. Er hat Schild da oben. Grimm, da oben! Hol ihn runter! Hast du doch schon gemacht. Spektakulär! Nicht da! Okay. Die Richtung sieht gut aus, um da hinzukommen. So ein Geysir, okay. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Also, darüber komme ich nicht. Na gut. Ah. Irgendwie hoch. Hab ich von hier nicht, oder? Ne. Wir müssen drüben hoch. Ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Okay. Gib mir was. Aha. Ich will aber da hoch. Senkt sich ab. Ja, ich muss aber irgendwie hier hochkommen.
Bringt mir jetzt auch nicht viel. Können wir noch was treffen? Leider nicht. Ist noch die andere Kette zum Ziehen. Aber wie kommen wir dran? Ah, warte mal. Ich hab eine Idee. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Will ich ja. Ja, das war meine Idee. Aber das muss erstmal irgendwie rankommen. Wirst du von hier nicht treffen können? Nee. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Ah, hier. Ah, schade. Jetzt habe ich verstanden. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Hey, sehr gut. Easy. Siehst du von dem Klotz aus was? So, nochmal im Fahrstuhl. Eins von Quasirs Gedicht. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Neues Sammelobjekt. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Gut. Das Rätsel wäre gemacht. Ich würde aber trotzdem gerne mal gucken, ob ich hier irgendwo hinkomme. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Irgendwie muss es ja da auch hingehen. Ah, ich sehe es schon. Da hinten gibt es eine kleine Engstelle. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Oh, wieder eine Rätseltruhe. Oh, sieht das hier schlimm aus. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Ja. Das war's. Mal jetzt hier die Ruhengefäße. Das machen wir, Gegner. Nächster! Hey! Vergift mal! Gib! Rechte Seite! Hey, hier geblieben. Hey.
Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Nächster. Da ist ganz da oben. Wo sind die Runen? Das? Okay. Hinter dir! Boah, ey. Und dieser. Oh, schöne Kiste. Griff für die Chaosklinge. Nehme ich. War auch noch keine Runen für die Chaosklinge. Ja. Okay. Das ist das Rätsel, wo man die Symbole fertigen muss. Wo war die Kiste jetzt? Oh. Inschrift. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Neue Wissensmarkierung. Ich muss mir die Kiste nochmal angucken. Da haben wir das. Gucken wir nochmal eine Kiste. Also, wir haben PBN. PBN. Ich hab's dritte noch nicht gefunden. Da. Ist ja nervig. Kann ich das damit auch drehen? Nee, damit geht's nicht. Jetzt hier. Das wäre das N. Nee, ist das N, okay. Ja, weiß ich. Okay. Gehen wir jetzt nochmal zu den anderen. Das war hier, oder? Sehe es nicht. Okay, und jetzt noch das N. Waren das das war oben, oder? Waren das jetzt? Drüben nicht. Da. Das war's. Für die Rage-Anzeige. Alles klar. Das war wohl alles hier. Ja. Ziehen wir weiter? Ja. Aber für YouTube soll es das erstmal gewesen sein mit dem ersten Part von God of War Ragnarok. Für euch geht es dann morgen weiter im zweiten Part mit Ragnarok. Hier in meinem Reingeschaut. Und hier auf Twitch geht es natürlich weiter.
Bis. YouTube-Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.